Moin Amigos, moin zusammen, hallo, ich grüße euch. Ich hoffe, euch geht's allen gut an diesem letzten Tag im Jahr 2023. Ja, sportlich gesehen war das Jahr vom 1. FC Köln alles andere als erfolgreich oder schön oder wie auch immer, wenn man sich die letzte Rückrunde anguckt und jetzt die sogenannte Hinrunde ohne dem Heidenheim-Spiel, was noch offen ist. Aber hätte es die Pause jetzt nicht schon gegeben, hätten wir wahrscheinlich gegen Heidenheim wahrscheinlich auch nicht gewonnen. Ne? Vielleicht einen Punkt geholt, keine Ahnung. Aber gut, das ist alles Spekulation. Ja, bevor ich mich bei euch verabschiede für dieses Jahr und halt euch ja einen schönen Abend, schönen Tag wünsche, einen guten Rutsch, wie man das halt so macht, nochmal ein, zwei Themen aufgreifen. Und zwar, ja, Dimitrios Limnios hat den 1. FC Köln verlassen, wie ihr alle sicherlich wisst. Er wechselt zurück nach Griechenland zu Panathinaikos. Ja, ich wünsche dir alles Gute, mein Lieber. Nach deiner Leihe oder zu deiner Leihe in den Niederlanden zu Twente hast du dich echt gut gemacht, gut entwickelt, warst weiterhin auch in der Nationalmannschaft gut dabei. Dann solltest du ja laut Informationen ja halt auch verkauft werden für 1 bis 2 Millionen, stand zumindest im Raum. Und dann hast du dir ja oder dich leider schwer verletzt in so einem unnötigen Testspiel deiner griechischen Nationalmannschaft. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wer das war oder so. Aber es war jetzt kein allzu großer Gegner. Gut, passiert halt im Sport. Ne? Ist natürlich ungünstig für uns aufgrund der finanziellen Situation, die wir auch damals schon hatten. Gut, dann hast du dich monatelang herangekämpft und dann hat man dir auch gesagt, so nachdem du eigentlich fast wieder ready warst, zumindest Vollzeit mitzutrainieren oder halt auch im Testspiel mitzuagieren und, hat man von Seiten des 1. FC Köln aus den Munden von Keller und Baumgart gesagt bekommen, dass du eine ehrliche, faire Chance bekommst. Gut, nachweislich, habe ich ja schon mehrmals gesagt, haben die beiden Herren mal wieder gelogen und haben dir keine faire, ehrliche Chance gegeben, obwohl du für viele FC-Fans neben Fink Grefe der Gewinner der Sommervorbereitung warst. Hast du nicht nur viel gespielt oder mit am meisten gespielt, sondern du hast auch wirklich gute, solide Leistungen gezeigt. Ganz im Gegenteil zu anderen Spielern, die dann auch in der Saison ja entweder ausgefallen sind, verletzt waren, schwach waren, weiterhin schwach waren, noch schwächer wurden. Selbst dann hast du keine Chance bekommen. Und das ist halt irgendwie ein bisschen komisch. Aber gut, es ist jetzt, wie es ist. Ich wünsche dir alles Gute in Griechenland und ja, hau rein. So, nächstes Thema, was den 1. FC Köln betrifft, ist jetzt nochmal kurz Justin Diehl. Ich habe da jetzt nochmal einen kurzen Bericht gefunden. Ja, wo ich mich jetzt frage, ist das der alleinige Grund? Wahrscheinlich nicht. Aber als Justin Diehl ja, jetzt im letzten Jahr sich im Profitraining irgendwie eine kleine Sprunggelenksblessur zugezogen hatte, wurde halt nur, in Anführungszeichen nur, von der medizinischen Abteilung des Nachwuchsbereiches ja, betreut, aber halt nicht von den höheren Profiärzten und ne, Schäfer und wie soll er heißen, ne, Schäferhoff und ja, also wenn man jetzt sagt, aus FC-Sicht, das ist einer, den wollen wir, der ist gut, der ist super, dann kann man auch zusätzlich die höheren Ärzte da mal drüber gucken lassen. Aber gut, muss man deswegen jetzt irgendwie so mucksch oder beleidigt sein, wenn am Ende des Tages dann doch nicht so eine schlimme Verletzung bei rumgekommen ist? Weiß ich jetzt nicht. Laut ja, medialen Berichten gibt es auch soweit jetzt nicht andere große Gründe, außer diesen Punkt, den Diehl halt bislang eben nicht geäußert hat, warum er halt nicht mehr beim FC sein möchte. Ne? Und das ist halt auch so ein kleines Fragezeichen. Deswegen sage ich ja auch, nicht nur der FC hat Fehler gemacht um Justin Diehl, sondern Diehl ist auch irgendwie so eine Milchbubi-Zicke. Ich habe keine Ahnung. Ist auch letztendlich final egal. Seitdem hat er dann halt auch dem FC mitgeteilt, ja, nö, er möchte den Weg hier nicht weitergehen. So, seitdem hat Baumgart ihn halt auch nicht mehr aufgestellt. So, kann man sagen, der eine ist mucksch, der andere stur, wie das halt so ist immer. Ne? Neben Leverkusen, die ja angeblich schon die ganze Zeit an Diehl interessiert sein sollen, ist jetzt wohl der VfB Stuttgart hoch im Kurs. Die würden ihn halt ja jetzt eigentlich schon im Winter direkt verpflichten. Diehl ist wohl halt auch nicht abgeneigt. Der 1. FC Köln träumt wohl immer noch davon, dass Diehl beim 1. FC Köln doch noch bleibt und verlängert. Ja, dann zeige ich mal seine Zukunft auf hier und dann ja, muss er auch schon ein dolleres Fahrrad her, ohne Stützräder, ich weiß das nicht. Keine Ahnung, also ich habe es aufgegeben, Justin Diehl wird hier wohl keine Zukunft mehr beim 1. FC Köln haben. Wer da jetzt final schuld ist, ist mir mittlerweile auch egal. Wir haben im Grunde dann auch tatsächlich andere Probleme als jetzt nur Justin Diehl. Aber es ist ein großes Puzzlestück, ja, was halt ja, scheiße ist in Bezug auf den 1. FC Köln
und halt auch für seine Zukunft. Gerade jetzt, wo wir tatsächlich doch die Sperre reingedrückt bekommen haben, muss man halt wirklich nachhaltig ja, auf eigene Spieler setzen. Machen andere Vereine ja auch. Ich habe es jüngstens in meinen Videos erzählt mit dem Bruder von Mainz. Was hat er? 12, 13, 14 Einsätze für Mainz, ein Tor, eine Vorlage. Er hat einen Marktwert von 9 Millionen. Und unser sturer, inkompetenter Ex-Trainer hat uns einen Finkgräfe die ganze Hinrunde im Grunde bis auf das Heidenheim-Spiel vorenthalten. Und der pimmelt da irgendwie bei 700.000 Marktwert rum. So, hättest du Finkgräfe mindestens 10 Saisonspiele spielen lassen, auch von Anfang an, dann würden wir jetzt auch immer eine ganz andere Summe sprechen. Also wir hauen uns ständig Tag für Tag aufs Neue selber einen Gehfehler rein und das ist einfach nicht mehr, ja, nicht mehr tragbar. Ne? Aber gut, es ist jetzt, wie es ist. Ne? Gut, kommen wir jetzt zum letzten Punkt und zwar ja, das leidige aktuelle Thema, wer wird neuer Trainer? Ich sage dazu erstmal gar nichts, ist mir eigentlich Banane, wer da alles gehandelt wird. Ich werde erst was dazu sagen, wenn der neue Trainer feststeht und offiziell bekannt gegeben wurde und wenn dann glaubwürdig geschrieben wurde, gesagt wurde, welche vermeintlichen anderen engen Kandidaten oder Trainerkandidaten es da gab, dann kann man da halt auch nochmal drüber diskutieren und sagen, na gut, wäre der vielleicht besser, weil Attitüde hier oder Lebenslauf da und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages müssen wir vom FC ja eigentlich auch froh sein oder die Fans, wenn ein Trainer hier wirklich Bock hat auf uns. Das muss man ja letztendlich auch sagen. Völlig egal, wer es am Ende sein wird. Ne? Gut, da warten wir jetzt alles mal ab. Ja, ich gehe mal davon aus, dass jetzt zum 2. Januar, wenn die Jungs aus Abu Dhabi, Dubai und wo sie alle da in ihren Markenklamotten und Designerklamotten und was weiß ich da irgendwie ihre scheiß Instagram-Fotos machen da, dann hier auch mal wieder aufschlagen, nach 10 Tagen bestimmt kein Training und viel Alkohol und viel Playstation spielen oder sonstiges. Ja, weil ich glaube nicht, dass man denen irgendwie Hausaufgaben mitgegeben hat, die die Spieler dann auch wirklich oder wo die Spieler denen dann auch wirklich nachgekommen sind. Ne? Also ansonsten, wie auch immer, man hat ja noch genug Zeit, ne? Beim FC, so tut man ja immer, denn ab dem 2. bis zum 13. hin dann auch vernünftig wieder zu trainieren. Ne? Bei unter Baumgart waren ja mal nur 4-5 Tage entscheidend und wichtig und intensiv und ja, wie die Leistungen am Wochenende denn waren, wissen wir ja alle, nämlich unter aller Sau. Gut, dann lassen wir uns mal überraschen, wie die Spieler alle wieder zurückkommen. Ich habe schon mit meinen Jungs gesprochen, ich lege meine Hand ins Feuer, dass wahrscheinlich zum Start des Trainings oder so nach 2-3 Tagen Training fallen dann erstmal so 3-4 Plus-Spieler aus, weil sie irgendwie erkältet sind oder sonstiges. Bleibt natürlich auch nicht aus, aber das ist eben halt keine, ja, weiß ich nicht, also natürlich soll man ein bisschen ausspannen, natürlich soll man Weihnachten feiern, auch mit seiner Familie, wenn man Kinder hat, aber dann ist auch eigentlich wieder gut. Man muss sich noch nach Weihnachten ein bisschen besser irgendwie rumpimmeln, rumfeiern oder sonstiges und einfach sagen, ja scheiß auch auf den Fußball und ich butscher hier lieber in der Welt rum oder sowas. Man hat eine Eigenverantwortung und ich glaube nicht, dass viele FC-Spieler dieser Eigenverantwortung nachkommen. Man sieht es halt auch ganz klar an den Leistungen und wenn man mit der Hinrunde sich nicht auf den Arsch setzt und seine Hausaufgaben macht, indem man sich selber fit hält oder sogar noch mehr macht als vorher oder generell mehr macht, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, dass das bei uns, wie gesagt, komplett den Bach runtergeht. Ne? Weil, wie gesagt, nicht nur der Trainer ist entscheidend, nicht nur der Manager ist entscheidend oder der Vorstand oder irgendwelche Möchtegern-Fans oder sowas, sondern erst recht natürlich auch die Spieler. Ne? Die Spieler haben die Hauptverantwortung für ihre Leistung und nicht, ob dich ein Trainer anschreit, anpfeift, streichelt oder dich ignoriert oder sonst was. Als Spieler hast du die verdammte Verpflichtung für dich selber, für den Beruf. Ihr redet immer davon, das ist ein Beruf, denn übt diesen auch bitte vernünftig aus. Man kann mal schlechte Leistung haben, mal, aber nicht Woche für Woche die gleiche Scheiße. Das geht halt nicht. Deswegen bin ich enorm gespannt, wie ihr Profis ihr euch wieder in Köln blicken lasst und wie ihr dann halt auch ja, euch vorbereitet ab dem 2.1. dann auf das Heimspiel gegen Heidenheim. Aber gut, das ist ja noch ein bisschen hin. Vielleicht belehrt ihr mich auch eines Besseren, aber so wie ihr die, ich sage jetzt mal, diese sogenannte Hinrunde und halt auch die letzte Rückrunde da über den Platz gestolpert seid, ist es ja wahrscheinlich, was am Ende passieren wird. Ne? Aber gut, ich habe es ja auch schon mal gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir warten mal ab, final. Ansonsten komme ich dann halt wieder, stelle mich wieder vor die Kamera und schwinge dann erneut zurecht die grobe Kelle. So, jetzt an alle meine Zuseher. Ich hoffe, ihr hattet ja schöne Weihnachtsfeiertage, habt euch den Rotkohl und alles andere gut schmecken lassen. Ja, habt heute ja einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, was ihr vorhabt.
kommt gut ins neue Jahr, passt auf euch auf, lasst die Böller liegen, die nicht hochgehen, weil, ne, ohne Arme keine Kekse oder ohne Finger keine Kekse, wie auch immer. Ja, trinkt nicht so viel, schießt euch nicht ab, das bringt nichts, macht nur Kopfweh und Übelkeit und ja, wir gucken mal, was das neue Jahr mit sich bringt, was den ersten FC Köln angeht. Ne? Drücken wir trotzdem alle Daumen, ne? Wenn ihr sie noch habt. Also, alles klar, ich wünsche euch ja, nur das Beste und wir sehen uns dann im nächsten Jahr, vielleicht ab morgen schon. Ne? Okay, macht's gut, haut rein, bis dahin, tschüss. Mann!